Es war denkbar knapp, doch am Ende verabschiedete der US-Kongress doch noch ein entsprechendes Gesetz. Die USA konnten die Fiskalklippe umschiffen, doch in den Medien wird bereits von einer Mogelpackung gesprochen. Ob das wirklich so ist, das will ich wissen von Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Roland, an den Börsen gab es eine kleine Rallye, dennoch sprechen die Medien von einer Mogelpackung. Was ist nun richtig? Thomas, eine kleine Rallye ist gut. Also ich würde sagen, die Rallye, sie war schon ganz gewaltig und vor allem die Rallye hat ja schon begonnen am 31.12. Der Silvestertag ist ja an der Wall Street traditionell Handelstag, ein voller Handelstag. Und in den letzten zwei Handelsstunden, es sah so aus, als wäre da etwas durchgesickert, ist die Börse bereits nach oben geschossen. Es war der beste 31.12. seit 1979 und das Ganze hat sich nahtlos fortgesetzt gestern mit einer wirklich kräftigen Rallye im Dow Jones, der Nasdaq sogar plus 3%. Man sieht, die Märkte haben dieses Ergebnis zunächst einmal gefeiert. Die Anleger, der Markt erschaltet wieder etwas auf Risiko um. Man hat es gesehen, auf der anderen Seite die Bondmarktrenditen. Sie sind, ich möchte schon sagen, eingebrochen. Und wie gesagt, die Anleger zumindest, sie hat es gefreut. Kurzfristig, sie sind kräftig in Aktien gegangen. Und das zeigt, es wird wieder mehr Risiko gefahren zum Jahresbeginn. Dennoch scheint die Haushaltskrise noch nicht ausgestanden. In den kommenden Wochen werden weitere Beschlüsse erwartet. Wird uns also auch in den kommenden Wochen die Krise weiter verfolgen? Ich denke, die Krise wird uns ganz, ganz schnell wieder einholen, wenn der erste Pulverdampf sozusagen verflogen ist. Denn es steht natürlich an, insgesamt die maximale Schuldenobergrenze, die Ende Februar erreicht sein sollte, aber jetzt bereits erreicht ist. Nur durch Buchhaltertricks könnte sie verschoben werden. Das heißt, es wird wieder zu Verhandlungen kommen zwischen den Demokraten und den Republikanern im Kongress, im Senat. Wir kennen das ja alles schon zu Genüge und das wird wahrscheinlich nicht leicht werden. Die Republikaner insgesamt, sie scheinen ein ziemlich zerstrittenes Häufchen zu sein. Viele der Republikaner sind ja der Ansicht, ein ganz, ganz schlanker Staat, Steuern, sowas ist schon verfassungswidrig und letztendlich, wo man nicht herangegangen ist, man hat die Steuern erhöht, das ist natürlich immer relativ einfach, aber wie gesagt, wo man nicht herangegangen ist, das sind die Ausgabenthema, die Ausgabenseite und genau das fordern die Republikaner, dass auch die Ausgaben beschnitten werden, aber das will die Regierung nicht, da tut sich jede Regierung schwer, das kennen wir in Europa, das kennen wir überall und insofern, die Probleme werden uns in den nächsten Wochen auf alle Fälle beschäftigen und es ist nicht so rosig, wie jetzt dieser erste Handelstag und der Silvestertag gezeigt haben. Währenddessen investiert Investmentguru Warren Buffett weitere 2,5 Milliarden US-Dollar in ein Photovoltaikprojekt. Was weiß Buffett, was wir nicht wissen? Ja, es ist sensationell. Warren Buffett, er ist ja für sein gutes Näschen bekannt. Und nur ganz am Rande, Warren Buffett hat es geschafft, mit seiner Holding Berkshire Hathaway auch wieder in diesem Jahr den schon gut gelaufenen S&P 500 zu schlagen. Also ein Investment in diese Aktie hätte wiederum mehr gebracht als in den Gesamtmarkt. Und du hast es gesagt, er setzt sein Investment in diese alternativen Energien fort. Dieses Mal ist es sein Windpark in Kalifornien, der von SunPower betrieben wird. SunPower, dieses chinesische Unternehmen, das im Mehrheitsbesitz von Total, der französischen Total, sich befindet. Auch sie sind natürlich in extremen finanziellen Schwierigkeiten, die Solarbranche. Es ist nicht rosig, aber dieses Projekt, das hier jetzt betrieben wird von Warren Buffetts eigener Gesellschaft, die dafür gegründet worden ist, wo er seine grünen Energien, ich möchte einmal sagen, ausgelagert hat, zusammengefasst hat. Es ist das weltweit größte Solarprojekt, das wir überhaupt haben. Er scheint auf diese Energie zu setzen, ganz nach dem Stil antizyklisch. Die Aktien, sie sind zerfallen. Wir kennen das in Deutschland, die gefallenen Engel wie Solar World, wie Wacker Chemie, die wir haben. In Amerika ganz genauso die Großnamen Yingli, Green, First Solar, alle fast am Boden zerstört. Alle schreiben dicke rote Zahlen. Aber es scheint so zu sein, dass auf diesem Niveau die Einstiegschancen doch ganz, ganz günstig sind. Wenn Warren Buffett hier investiert, dann könnte der eine oder andere Nachahmer doch kommen. Jedenfalls die Aktie von SunPower. Sie hat gestern bereits 10% zugelegt, heute vorbörslich weitere 17%. Also auf alle Fälle ein Hoffnungsschimmer für die Branche. Der Blick auf die Auslandsmärkte mit Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön.